zum Punkt 7. Eine Vergabe, die aus dem Wirtschaftsausschuss in den Stadtrat gehoben worden ist. Hier dazu gibt es zwei Wortmeldungen. Einmal Herr Dr. Schulte-Wissermann und Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Jetzt was völlig anderes, nämlich einen Vorgang, den es nicht so häufig gibt. Jetzt sprechen wir über etwas, was im Vergabeausschuss schon behandelt wurde, dort nicht beschlossen wurde und hier in den Stadtrat gehoben wurde. Warum oder worum geht es? Es geht darum, dass Dresden 1,3 Millionen Euro für die Vergabe von Softwarelizenzen an diesen Fensterhersteller zahlen soll. Und im Ausschuss lief es nicht ganz vernünftig, habe ich mir sagen lassen. Es wurden wenig Infos gegeben. Es wurde die Frage gestellt, ob man nicht auch mal vielleicht Open-Source-Software benutzen könnte. Das wurde dann, so wurde mir berichtet, flapsig abgetan mit, das sei nicht sicher. Microsofts Produkte sind sicher. Wir erinnern uns alle noch vor ein paar Monaten die Rundmail, bitte benutzen Sie keine Anhänge mit .doc, das sei nicht sicher genug. So, das heißt also, hier haben sich schon mal Diskrepanzen logischer Art aufgetan. Und dann wurde gefragt, ob man überhaupt mal generell über Open Source nachdenken kann. Und dann, ich fasse es zusammen, geht nie, weil es nie geht. So. Das ist natürlich kein guter Zustand und daraufhin wurde das Ganze in den Stadtrat gehoben. Wenn man jetzt sagt, geht nie, weil es nie geht, dann ist das ungefähr dasselbe. Wir hatten es am Wiener Platz, ne, das Thema Sucht. So, dann hat die Stadt sich mittlerweile süchtig gemacht. Ja, dann hat man so viele Sachen, die aufeinander abhängig sind, dass man immer wieder Lizenzen kaufen muss. Und wie das bei Suchtkranken so ist, wenn man dann keine Hilfe kriegt, dann bleibt man suchtkrank und muss immer ewig Geld nachschießen, nachschießen, nachschießen. Und in dem Sinne verstehen wir Piraten uns auch unter anderem als Suchthelfer, als Aufklärer, als, ich bin noch Pirat, natürlich. Ich bin als Pirat geboren, ich werde als Pirat in die Kiste hüpfen. So. Also, was macht man mit Suchtkranken? Man muss beraten, man muss Auswege zeigen und man muss vor allen Dingen motivieren. Man muss motivieren, sich auf eine Reise zu begeben. Und ich möchte jetzt gar nicht lange die Vorteile von Open Source darlegen. Das wäre jetzt viel zu technisch, würde auch zu lange dauern. Ich sage einfach nur, setzen wir uns in den Regionalzug, fahren nach Leipzig. Leipzig hat 75% seiner Office-Anwendungen auf Open Source, spart damit 120.000 Euro im Jahr. Leipzig hat 75% Open Source, spart damit 120.000 im Jahr. Wir haben noch nicht mal drüber angefangen, darüber nachzudenken. Das heißt, wir müssten definitiv mal drüber nachdenken und das werden wir auch tun. Allerdings, so im Nachgang der Sitzung wurde mir dann gesagt, jetzt nicht an diesem Antrag, weil er ist jetzt so ein bisschen alternativlos. Ja, die Piraten sind auch staatstragend, wenn wir das jetzt nicht heute machen. Dann hat die Verwaltung mitunter im Sommer keine Software mehr. Das wäre natürlich auch schlecht. Das heißt, dieser Antrag muss heute wohl hier positiv beschieden werden. Es ist aber natürlich jedem, sage ich mal, freigestellt, und ich werde das tun, mich einfach zu enthalten als, sage ich mal, Botschaft daran, dass ein weiter so und wir beschäftigen uns überhaupt nicht mit dem Thema, nicht in Frage kommt und wir quasi in der Zukunft Schritte machen müssen, um bessere Software in der Verwaltung zu haben, um billigere Software in der Verwaltung zu haben, um Geld zu haben, um dann eventuell Drogenpräventionsprogramme auch im Real Life zu machen, dann klappt es auch mit dem Wiener Platz. Dankeschön. Jetzt Herr Schulze und dann für die Verwaltung Herr Dr. Lammes. Kommen Sie, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträtinnen, Stadträte. Herr Schulte-Wissermann hat ja schon einiges ausgeführt über diese Geschäftspraktiken und diesen Umgang mit personenbezogenen Daten durch den Global Player Microsoft. Gibt es durchaus viel zu diskutieren und auch wir als Grüne haben gegenüber Microsoft eine durchaus sehr kritische Position. Allerdings, mindestens kritisch dann ja, vielleicht sogar weitergehend.
Allerdings, und das gilt es bei dieser Entscheidung heute hier zu beachten, steht ja nicht die Frage über das Ja oder Nein zur Nutzung von Microsoft-Anwendungen in der Stadtverwaltung zur Abstimmung, sondern die Frage, erhalten wir die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung und die reibungslose Weiternutzung der bereits installierten und angewendeten Software von Microsoft durch den Eigenbetrieb IT. Und das war letzten Endes dann der Punkt im Ausschuss. Diese Beantwortung der am Vergabeteil des Wirtschaftsförderungsausschusses gestellten Fragen durch die Mitarbeiterin des Eigenbetriebs IT ließ in der Tat eine ganze Menge Luft nach oben noch zu. Das gesamte Ausschreibungsverfahren dazu allerdings in Frage zu stellen, ist damit nach unserer Auffassung nicht zu rechtfertigen. Und auch aus diesem Grunde haben wir uns als Grüne einer Überweisung der Entscheidung in diese Stadtratssitzung hier auch nicht zugestimmt. Man hätte durchaus das ganze Thema auch über eine Vertagung auf die nächste Ausschusssitzung entscheiden können, mit den jeweiligen Fragen dann und so weiter. Das wäre, denke ich mal, meines Erachtens mit wesentlich weniger Öffentlichkeit und auch Aufwand zu entscheiden gewesen. Ich werbe aber auch an dieser Stelle für eine Zustimmung um diesen Vergabenvorschlag, um auch diese Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung nicht zu gefährden. Interessant allerdings natürlich dann, der Kollege Wissemann hat es gemeinsam angesagt, ist natürlich der Betrag, den wir hier ausgeben als Stadt für diese Lizenzierung dieser angewendeten Microsoft-Programme. Das ist ein Betrag von 1,33 Millionen Euro. Und das Ganze in Form eines Handelspartner-Rahmenvertrages, den wir hier dann einfach mal so abzahlen. Hier ist nach unserer Meinung durchaus perspektivisch die Nutzung der freien Software, sogenannte Open Software, Open Source, anzusetzen, um ein mögliches Einsparpotenzial für den städtischen Haushalt zu erschließen und auch Monopolstellungen von Softwareanbietern entgegenzuwirken. Erste Schritte wurden bereits auch von meiner Kollegin Kerstin Harzendorf dazu auch getan, indem sie durch Anfragen an die Stadtverwaltung in Erfahrung gebracht haben, welche Software von welchen Unternehmen, in welchem Umfang innerhalb der Verwaltung bisher genutzt werden. Und an dieser Stelle ist durchaus zu prüfen, welche Software durch geeignete Open Software ersetzt werden kann bei entsprechender Pflege und Updates, auch mit einer Datensicherheit natürlich gesichert, sodass wir an der Stelle durchaus diese Kosteneinsparungen vielleicht sogar erzielen können. Hierzu wird es eine entsprechende Stadtratsinitiative geben. Wir halten aber diese heutige anstehende Vergabe für dieses Thema als vollkommen ungeeignet und über ein so wichtiges und gut vorzubereitendes Thema ohne vorliegende konkrete Alternative zu debattieren, hier an der Stelle falsche Zeit, falscher Ort. Bitte stimmen Sie dieser Vergabe zu. Wir laden Sie recht herzlich ein, an einer Initiative zur Einführung von Open Software sich zu beteiligen. Vielen Dank. Als nächster Herr Kagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem Redebeitrag von Herrn Schulte-Wissermann möchte ich schon noch mal ein paar Sätze dazu sagen, weil das, was Sie hier vorgetragen haben, wird weder den Stadträtinnen und Stadträten, die im Ausschuss sitzen, noch dem Verwaltungshandeln gerecht. Sie berichten aus einer Sitzung, in der Sie nicht teilgenommen haben, vom Hörensagen in einer also von mir völlig unverständlichen, flapsigen Vortragsform, als wären wir dort in einem kleinen Gremium zusammen, wo wir mal 1,3 Millionen so ganz schnell aus Jux und Dallerei vergeben wollen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, was unsere Aufgabe im Wirtschaftsförderungsausschuss ist. Es geht darum, Ausschreibungsverfahren oberhalb eines hausintern festgelegten Schwellenwertes zu prüfen und uns einen Eindruck davon zu bilden und die Frage zu stellen, ist alles mit rechten Dingen und vernünftig abgelaufen? Gibt es möglicherweise Dinge, die wir hinterfragen müssen, um uns ein Meinungsbild zu machen? Das liegt bei dieser Vergabe schlichtweg nicht vor. Wir konnten uns anhand der Vorlage davon überzeugen, dass hier ein ordentliches Vergabeverfahren stattgefunden hat. Und dass ein Vergabeverfahren stattgefunden hat, liegt daran, dass die Stadt Dresden einen Bedarf hat. Sie hat Bedarf, entsprechende Produkte zu lizenzieren, um das Arbeiten in der Verwaltung zu ermöglichen.
Jetzt können Sie natürlich die Diskussion führen, ob möglicherweise Microsoft-Produkte weniger geeignet sind als andere Produkte. Nur die können Sie bitte nicht im Wirtschaftsförderungsausschuss führen, sondern die müssen Sie im Ausschuss Allgemeine Verwaltung führen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wenn die Entscheidung ansteht, welches Produkt man wählen will. Diese Entscheidung ist aber schon viel, viel früher gefallen. Das können Entscheidungen aus den 90er Jahren zum Beispiel sein. Das können aber auch Entscheidungen sein, die vor Monaten getroffen worden sind. Wenn Sie dort Veränderungen herbeiführen wollen, dann müssen Sie in der Tat initiativ werden und die Diskussion führen, welches Produkt das Beste sei. Und auch an dieser Stelle, Open Source Software muss kein Allheilmittel sein. Es gibt wiederum auch genügend Beispiele, wo der Versuch gemacht wurde, mit derartigen Produkten zu Rande zu kommen. Man hat am Ende wieder zu anderen Produkten zurückgefunden, die eben nicht Open Source sind. Das ist sicherlich sehr differenziert zu betrachten, aber in dieser Art und Weise, Herr Schulte-Wissermann, wie Sie das hier vortragen, finde ich, ist es dem Thema völlig unangemessen und es ist auch unangemessen unserer Arbeit gegenüber. Und das wollte ich an dieser Stelle Ihnen nochmal mitteilen. Ich würde einfach bitten, ein bisschen mehr Qualität in die Arbeit reinlegen. Dann kommen wir sicherlich auch inhaltlich schneller zueinander. Vielen Dank. So, jetzt darf ich erstmal Herrn Dr. Lamis bitten für die Verwaltung. Ja, ich möchte die etwas merkwürdige Darstellung dessen, was dort im Ausschuss besprochen worden ist, hier auch nicht unbedingt vertiefen. Nur eine Klarstellung muss gemacht werden, Herr Schulze. Es ist keineswegs eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs IT gewesen, die dort die Vorlage vorgetragen hat, sondern weil es eine Vergabevorlage gewesen ist, ist es eine Mitarbeiterin des Haupt- und Personalamts gewesen, die die Vorlage dort vorgestellt hat. Und das zeigt eben, dass hier in unzulässiger Weise vermischt worden ist, das Vergabeverfahren auf der einen Seite und die grundlegende Entscheidung, was beschafft man denn auf der anderen Seite. Und offenbar, wenn Sie es so wahrgenommen haben, dann haben Sie auch nach langjähriger Mitgliedschaft Schwierigkeiten, die Struktur dieses Ausschusses zu begreifen. Zum Inhaltlichen möchte ich auch noch mal klarstellen, dass, ja, selbstverständlich habe ich diese Vorlage verteidigt, weil erstens wir in einer rechtlichen Bindung sind, diese Vorlage so zu machen, und zweitens, weil diese Vergabeentscheidung auch jetzt korrekt ist. Ich habe gleichzeitig, um dem auch klar entgegenzutreten, gesagt, wir können gerne an anderer Stelle darüber reden, ob es besser ist, möglicherweise andere Softwareprodukte hier zu beschaffen, und habe auch darauf verwiesen, dass dafür natürlich andere Foren gesucht werden müssen, weil dafür nicht der Vergabeausschuss zuständig ist. Ich ergreife gleichwohl die Gelegenheit, wenn die Debatte hier schon mal begonnen wird, und ich denke, wir werden sie in den richtigen Formen auch weiterführen, die Verwaltung davor in Schutz zu nehmen, dass hier der Eindruck entstehen könnte, es sei aus purer Bequemlichkeit und aus mir nichts, dir nichts heraus, das Microsoft-Produkt gewählt worden und auch schon seit langer Zeit. Das ist keineswegs der Fall, sondern es beruht natürlich auf Strukturentscheidungen, die getroffen worden sind. Und wenn man über 6.000 IT-Arbeitsplätze zu versorgen hat, dann kann man sich eine solche Strukturentscheidung auch nicht leicht machen. Ich glaube, das ist allgemeiner Konsens an der Stelle. Ich weise darauf hin, dass es eine absolute Minderheit von deutschen Kommunen ist, die mit Open-Source-Programmen systematisch agiert. Es ist eine absolute Minderheit von Kommunen. Es gibt ein sachliches Problem, dass nämlich viele Fachverfahren, die dann in der EDV zur Anwendung kommen, gerade kompatibel sind mit der Microsoft-Produkte-Welt und diese letztlich voraussetzt, weil das schlicht und ergreifend ein Standard ist, an dem man sich immer wieder orientiert. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Wenn man jetzt auf Open Source umstellt, heißt das, dass man mit großem finanziellen und personellen Aufwand diese Programme wiederum anpassen muss, damit man überhaupt zu vernünftigen Ergebnissen kommt.
Das Beispiel München ist immer wieder genannt worden, hier als ein Beispiel für eine Kommune, die sich auf Open Source gestützt hat. Das ist in der Tat richtig. München hat das mit großem Aufwand eingeführt. Sie können aber auch in der Presse nachlesen, dass dort intensive Diskussionen und intensive Prüfungen zugange sind, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Und zwar fällt es allerdings natürlich jetzt schwer, München hat noch deutlich mehr EDV-gestützte Arbeitsplätze als wir zu versorgen, weil die Stadt schlicht und ergreifend größer ist, weil es sich in der Münchner Praxis unter anderem aus den von mir jetzt angedeuteten Gründen nicht rentiert hat. Ich sage für mich persönlich, ich benutze zu Hause auch Open Source. Ja? Aber es ist ein Unterschied, ob man das zu Hause für sich privat macht oder ob man die Aufgabe hat, EDV zur Verfügung zu stellen, die schlicht und ergreifend funktioniert und zwar von Anfang an funktioniert und damit über 6.000 Menschen mit Arbeitsmitteln zu versorgen, die morgens zur Arbeit kommen wollen, die Kiste anschalten wollen, dass sie dann funktioniert. Ja, und deshalb bitte ich darum, diese Diskussion sehr ernsthaft zu führen, sehr gerne, aber auch keine Erwartungen zu erwecken, die sich schlicht und ergreifend nicht erfüllen lassen. Anschließend, so einfach hat es sich die Verwaltung nicht gemacht, mit der Entscheidung, diese Systeme zu wählen. Und sollten wir diesen Kurs ändern wollen, dann will es auch sehr sorgfältig überlegt sein. Ich nehme aus der Diskussion mit, dass auch nach dem Ausschuss einige darüber nachgedacht haben und doch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass der Vergabevorschlag zustimmungsfähig ist. Deswegen frage ich mal, ob wir unbedingt noch weiter debattieren müssen oder ob wir zur Abstimmung kommen können. Herr Würz möchte weiter debattieren. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es ist hier in Zweifel gezogen worden, dass der Herr Schulte-Wissermann, dass er nicht unmittelbar jetzt beteiligt war an dem Ausschuss, aber er ist nun mal als Pirat, was Open-Source-Software, was Netz, was auch EDV betrifft, ist er nun mal durchaus von seinem politischen Hintergrund her kompetent. Und ich bin im Ausschuss dabei gewesen und kann also auch die Darstellung, ich habe sie ja selber miterlebt, also voll bestätigen. Es konnten uns auch heute hier erkennbar nicht die strukturellen Entscheidungen und Überlegungen dargelegt werden, die dem zugrunde liegen. Es wird behauptet, es ist sehr schwierig, es macht Arbeit, es verursacht Kosten. Andererseits ist es so, dass der Markt eben nur gut funktioniert, wenn Wettbewerb da ist. Und Wettbewerb ist gerade, was Software betrifft, hier eben zum Teil überhaupt nicht mehr vorhanden, sondern es wird auf das Altbekannte zurückgegriffen und dort werden eben Konzerne und Multis mit Millionen zugeschüttet. Wie dem auch sei, was, auch wenn es sachlich zu begründen ist, was in diesem Ausschuss, in dem Vergabeausschuss überhaupt nicht ging, ist, dass uns seitens der Verwaltung keine klaren Auskünfte gegeben werden konnten. Wir mussten mühsamst nachfragen, wofür denn eigentlich, es wurde gesagt, Microsoft, ein Rahmenvertrag, ja, möglicherweise Betriebssysteme, möglicherweise Präsentationssoftware, möglicherweise Bürosoftware. Also es war sehr mühsam, hier konkret zu bekommen. Es ging ja also darum, dass die Verwaltung sich eine Blankovollmacht geben lassen wollte, eben Software einzukaufen. Und da werde ich dann am Ende doch hellhörig. Und ich denke, diese bürokratische Herangehensweise dieses Vergabeausschusses, er hat zu vergeben, wenn dieses Verfahren einwandfrei gewesen ist. Der Vergabeausschuss hat eben auch mit einer entsprechenden Mehrheit die Möglichkeit zu sagen, dass die Vergabe nicht erfolgt und dann wird sie eben aufgehoben. Das kann eben auch passieren. Natürlich muss man mit den Konsequenzen dann rechnen. Es ist so, dass wir hier Überlegungen anstellen werden, dass sorgfältiger darüber nachgedacht wird, für welche IT-Infrastruktur hier Geld ausgegeben wird und dass diese Dinge auch wieder mal in den Stadtrat gekommen. Wenn hier gesagt wird von vorne, das geht teilweise auf Entscheidungen in den 90er Jahren zurück, dann ist es wohl höchste Zeit, das zu hinterfragen, neu zu bewerten. Ich denke nicht, dass wir hier weiter so machen sollten und sagen, wir degradieren den Stadtrat und die Ausschüsse zu einfachen Abnickgremien. Wir müssen schon auch ein Stück weit wissen, was hier in der Verwaltung passiert. Dazu sind wir da und das müssen wir kontrollieren. Vielen Dank. Ein bisschen habe ich mich zwar gefragt, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, ob das jetzt gerade angekommen war, aber ich nehme mit,
dass wir im AV-Ausschuss mal das Thema IT-Strategie auf die Tagesordnung aufrufen, um darüber zu diskutieren, wie soll es da weitergehen. Hier liegt aber jetzt ein Vergabevorschlag vor und den würde ich gerne zur Abstimmung bringen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jede Stimme. 61 Ja-Stimmen bei ich glaube, 9 Enthaltungen waren, das waren 2 dort und da waren 7, glaube ich, 8. Also damit mehrheitlich beschlossen.